Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir sind dabei, uns anzuschauen, wie man mit Listen gestalten kann. Das ist so eine Art kleines Unterkurs in diesem gesamten Kurs. Und ich denke, das ist aber ganz wichtig, um einfach auch schöne und auch zum Teil interaktive Websites zu gestalten. Und Gestaltung mit Listen, damit kann man eine ganze Menge machen, und diesmal zeige ich euch einen anderen Selektor. Beim letzten Mal hatten wir einen Selektor oder ein Pseudo-Element, wo es darum ging, was passiert oder wie kann ich das verändern, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Element aus dem ganzen Gestaltungssystem auch raushauen kann und sagen kann, so, für alle Elemente gilt die Gestaltung, aber für dich bitteschön nicht. So, und um das sich plastisch zu machen, ich habe eine Mittellinie gezogen oder eine untere Linie unter jedes Element, so nur unter das allerletzte Element nicht. Da soll das nämlich genauso sein wie hier oben. Es soll eben keinen Rahmen geben. So, und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen wieder in unser Style-Element rein, oben in dem Dokument. Und da muss ich mir jetzt ein neues, CSS-Element entwerfen. Ich tippe ein ol.1, weil es wieder nur für die Liste mit der Klasse 1 gilt. Dann tippe ich ein li. Und dann Doppelpunkt, jetzt kommt das Pseudo-Element, das heißt not. Und not heißt, es gilt für alle Elemente, bloß für das, was jetzt hier in Klammern kommt, nicht. So, und da tippe ich ein last-of-type. Das heißt, für das letzte Listenelement gilt es nicht. Ich könnte auch genau umgekehrt sagen, für das letzte Listenelement gilt es und nur für das, dann müsste ich hier das Doppelpunkt not und Klammer auf und natürlich dann auch das Klammer zu löschen. Dann würde es nur für das letzte Listenelement gelten. Das zeige ich euch auch gleich noch. So, jetzt mache ich wieder die geschweifte Klammer auf und jetzt sage ich, was soll denn für alle Elemente gelten, bloß für das letzte nicht. Und da nehme ich die untere Rahmenlinie und die soll jetzt auf 2 Pixel und dotted, also gepunktet und orange rot sein. Also im Prinzip, wie wir das hier oben für die Rahmenlinie von der gesamten Liste definiert hatten. Aber eben hier nur für die untere Rahmenlinie. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich das Ganze zumachen und kann das abspeichern. So, und jetzt zeige ich euch gleich noch, dass das auch umgekehrt gilt. Ich kann nämlich sagen ol.1 Liste Doppelpunkt last Bindestrich of type. So, da muss ich jetzt die Klammer nicht setzen, die runde Klammer, weil ich eben dieses not nicht davor habe. Und dann möchte ich die Background Color, ich sag mal, auf weiß setzen. Also machen wir mal keine großen farblichen Experimente. So. Und dann speichere ich das Ganze ab und lade mir mal meine Liste. So, das ist jetzt hier unsere fertige Liste. Ich gehe in die andere Liste hinein. Ich lade das. Und ihr seht, ich habe hier diese Linien, diese Begrenzungslinien, die habe ich eben durch eine Rahmenlinie erschaffen. Und hier unten habe ich diese Rahmenlinie nicht. Dafür habe ich jetzt hier, sieht nicht schön aus, das werden wir gleich wieder löschen, habe ich hier den Hintergrund weiß gemacht. Also eben nur für das allerletzte Element. Gut. So. Und so kann man eben tatsächlich einzelne Elemente auch noch aus diesem Gesamtzusammenhang rausnehmen. Wir kriegen dazu noch eine ganze Menge mehr. Ich zeige euch das ja jetzt erstmal und systematisch behandeln wir das erst in späteren Folgen von diesem kleinen Tutorial.
Das war's für diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir fangen dann an, die zweite Liste zu gestalten, die mit dem Rezept. Bis dann.